Skin-Booster, das ist definitiv ein Thema, vor allem im Sommer. Immer mehr Patienten in meiner Praxis auch, die fragen, welcher ist es der beste? Es gibt ja so einige auf dem Markt. Wo sind das so die Unterschiede und womit arbeiten Sie denn eigentlich am liebsten? Das erkläre ich Ihnen in diesem Video und wir fangen gerade mit dem Skin-Booster auch an, mit dem ich in meiner Praxis auch am allerliebsten arbeite. Ich erkläre Ihnen aber auch, welche andere Skin-Booster es heutzutage gibt. Mein Lieblingsmaterial ist Profilo. Ist wahrscheinlich auch keine große Überraschung. So sieht die Packung im Original aus. Wir machen die jetzt auch gemeinsam mal auf. Und zum Vorschein kommt diese 2 ml Spritze. Das ist auch der einzige Booster mit 2 ml Abfüllung. Es gibt von Redenzel noch 3 ml Abfüllung, das zeige ich Ihnen später. Aber mit dem arbeite ich eigentlich am liebsten. Ich erkläre Ihnen auch warum. Was macht diesen Skin Booster eigentlich besonders? Erstmal muss man immer schauen, wie viel Hyaluron ist eigentlich in 1 ml drin. Je mehr letztendlich, desto mehr hat man auch den Effekt. Aber nicht nur das ist entscheidend. Was Profilo so einzigartig macht, das ist die Konzentration. Es sind pro Milliliter 32 Milligramm Hyaluron, weil das ist schon eine ganze Menge, also mehr als in den anderen. Und in einer Spritze sind 2 ml, sprich, es reicht vollkommen für eine Gesichtsbehandlung. Denken Sie da auch an Dekolleté, Hals und die Hände. Die lassen sich damit auch wunderbar behandeln. Das ist vor allen Dingen für eine sonnengeschädigte Haut, für eine trockene Haut, für so die Haut nach dem Urlaub, wenn man wirklich ein wenig Sonne abbekommen hat, trotz dem ganzen Sonnenschutz und den ganzen Maßnahmen bleibt ja nicht über. Und dann ist so eine Behandlung wirklich eine Wohltat. Was macht Profiler sonst noch so besonders? Das ist das Material, was eigentlich nicht direkt in die Haut gespritzt wird, sondern in die Fettschicht unter der Haut, also subkutanes Fettgewebe, so nennen wir Mediziner das. Und dieses Material ist das einzige auf dem Markt, zumindest kenne ich die anderen nicht, die hat eine fließende Eigenschaft. Das bedeutet, dass man Profiler an bestimmten Punkten im Gesicht, mache ich Ihnen so ein Schema oben hin, injiziert. Man macht so kleine Depots aus dem Material und Hyaluron verteilt sich in diesen dünnen Schicht unter der Haut, also im Fettgewebe quasi gleitet es im ganzen Gesicht. Wenn die Patienten aus der Praxis rausgehen, dann haben sie vielleicht noch so kleine Depots, die eventuell auch sichtbar sind, aber spätestens am nächsten Tag, wenn sie eine Nacht drüber geschlafen haben, sieht man es nicht. Egal mit welchem Skin Booster sie auch immer sich behandeln lassen, es ist seltenst eine Behandlung ausreichend. In der Regel empfehle ich meinen Patienten Minimum 2, je nach Sonnenschaden eher 3 Behandlungen in Abstand zwischen 2 und 4 Wochen. So Pi mal Daumen der Regel. Auf einen Tag kommt es nicht drauf an, aber so ungefähr. Mit jedem Skin Booster, den ich Ihnen auch gleich noch vorstelle, können Sie nicht nur Gesichter, natürlich Gesicht, Hals, Dekolleté und die Hände behandeln. Das betrifft die alle. Was ist noch beim Profilo anders? Also diese fließende Eigenschaft haben wir ja schon besprochen. Und das ist ein vernetztes Material, also leicht vernetzt. Warum vernetzt man die Hyaluronsäure? Damit es in der Haut auch länger hält. Also damit verlängert man die Haltbarkeit einfach. Und das macht das Material ja auch so gut verträglich aber auch. Und es macht auch wunderschöne Ergebnisse. Und das wollen wir ja alle. So viel zum Thema dazu. Also von allen Skin Booster, die ich Ihnen gleich noch vorstelle, also mit Profiler arbeite ich in meiner Praxis eigentlich am allerliebsten. Jetzt kommt das Gegenteil dazu, ein Skin Booster, das nicht vernetzt ist, und das ist ein Material der Schweizer Firma Teoxane, das ist Redensity 1.
Das ist zum Beispiel eine Abfüllung, die machen wir jetzt auch mal auf, eine Abfüllung von 3 Milliliter in der Spritze. So sieht es dann original aus. Ich komme ein bisschen näher. So ist es jetzt original verpackt und in diese Spritze sind 3 Milliliter. Was ist an diesem Material anders? Das ist zuerst mal eine nicht vernetzte, das heißt, es verbleibt nicht so länger in der Haut. Es sind insgesamt 15 Milligramm Hyaluron pro Milliliter. Wir erinnern uns, Profiler hat 32 Milligramm, also mehr als das Doppelte. Vorteil vom Redensity 1, man kann es sehr, sehr oberflächlich spritzen, also in die Haut im Sinne von einer Mesotherapie. Das ist fast der einzige Skin Booster, der dafür auch geeignet ist. Man macht quasi so kleine Buckeln, zeige ich Ihnen auch mal so ein Foto, das ist ein Originalfoto. Unmittelbar nach der Behandlung, bitte nicht erschrecken, diese kleinen Knübelchen, die verschwinden spätestens an 2 Tage. Das kann man auch sehr gerne im Bereich der Augen, also bei Krisenfältchen, wenn ich da sehr ungern mit Botox arbeiten würde, dann könnten wir zum Beispiel Redensity nehmen. Also Profiler wäre jetzt für sowas nicht wirklich geeignet. Das ist das, was Redensity anders macht. Es gibt aber noch ein anderer Hersteller, eine Firma Galderma, ein deutsches Unternehmen, die ebenfalls sehr schöne Skin Booster haben, zeige ich Ihnen auch original. Das ist zum Beispiel ne, diese Abfüllung, das ist jetzt in Vital Light. Also Galderma hat 2 Stärken, einmal Light und einmal normale Stärke, erkläre ich Ihnen auch gleich wie das aussieht. Galderma würde so im Originalverpackung aussehen. Na, das ist jetzt original verpackt. Man sieht Restylane steht drauf. Ne, so sieht man das nämlich besser. Restylane. Wenn Sie jetzt ein Leitmaterial haben, dann sind das 12 Milligramm pro Milliliter. Das ist Vital Light ist der schwächste von der Konzentration von allen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Vital hat 20 Milligramm, ist schon mehr als Redensity, aber weniger immer noch als Profiler, so ein Mittelfeld ist es ungefähr. Unterschied zu dem Booster zum Beispiel, zu dem Redensity Booster ist, dass man Restylane Skin Booster nicht intradermal spritzen darf. Das ist ein leicht vernetztes Material, also eher Richtung Profiler geht das. Das wäre zum Beispiel nicht für eine Mesotherapie geeignet. Sie sehen, jeder von diesen Materialien hat Vor- und Nachteile. Man muss einfach wissen, mit welchem Material arbeite ich, wofür, was erreiche ich damit, was möchte ich damit bewirken. Wofür ich gerne zum Beispiel Skin Booster von Galderma nehme, das sind die Plissé-Fältchen. Wenn sie leicht ausgeprägt sind, kann man sie wunderbar damit behandeln. Auch eine der Möglichkeiten. Es gibt noch die anderen Möglichkeiten, aber dafür wäre jetzt zum Beispiel Vital bestens geeignet mit 20 Milligramm Hyaluron leicht vernetzt. Für diese empfindliche Partie wäre es gut geeignet. Grundsätzlich für all die Booster, die ich jetzt Ihnen gerade gezeigt habe, gilt immer, es ist selten eine Behandlung. Patienten empfehle ich wirklich, eine Serie durchzu. Jetzt kommt gerade der Postbote. Vielen Dank. Dankeschön. So, an der Stelle machen wir jetzt weiter, weil Sie sehen ja, das ist, ich bin wirklich in der Praxis und da war gerade der Postbote an ein Bäckchen gebracht. So, wo waren wir stehen geblieben? Meinen Patienten empfehle ich immer 2 bis 3 Behandlungen, je nachdem wirklich, wie weit fortgeschritten die Schädigungen sind. Aber wenn man jetzt mit Profiler zum Beispiel arbeitet, man sieht schon nach der ersten Behandlung, dass die Haut wirklich vitaler wird. Sie bekommt so, ja, so Substanz, ne? Man hat das Gefühl, man greift da und da ist wirklich, ist was passiert.
Das ist auch das, was alle Patienten immer sagen. Ja, ich merke, da tut sich was. Und genau das bewirken die Skin Booster. Und das ist auch Sinn an diesem Material. Was man immer gerne mal verwechselt, auch meinen Patienten geht auch nicht anders, dann sagen sie immer, ja, Frau Doktor, wenn Sie da noch in der Spritze was haben, können Sie das irgendwo in die Falte reintun. Hier Nasolabialfalte, so das beste Thema. Diese Materialien, egal welche von allen drei die nehmen, das ist nicht für eine Faltenunterspritzung. Das ist ein leichtes Material, das hat keine Hebekapazität. Es hat andere Funktionen, die wunderbar sind. Aber man kann mit einer Spritze nicht all die Probleme lösen, die halt da sind. Man muss einfach schauen, welches Material wofür geeignet ist und was man damit bewirken kann. Ich hoffe, Sie haben so einen kleinen Einblick bekommen in das Thema Skin Booster und wissen jetzt, wo man die irgendwie anordnet und wofür die gut sind und wofür sie weniger gut sind. Wenn Sie noch Fragen haben, einfach ruhig mal in die Kommentare reinschreiben. Und wenn Sie bei YouTube einfach nicht schreiben wollen, dann schreiben Sie einfach per E-Mail in der Praxis. Da sind wir sozusagen unter uns und dann kann ich Ihnen letztendlich auch alle Ihre Fragen beantworten. Noch eine kurze Sache wollte ich ansprechen. Wenn Sie mein Buch noch nicht entdeckt haben, gerne bei Amazon vorbeischauen oder ich verlinke das Ihnen unter dem Video. Da sind noch viel mehr Informationen, damit Sie einfach wissen, um was es da geht. Also das ist nicht meine Lebensgeschichte, das ganz sicher nicht. Das sind die Fragen, die unser Frauenherz begehrt. Alles zum Thema Anti-Aging, Anti-Aging für zu Hause, alles, was die über Anti-Aging-Wirkstoffe vielleicht mal schon lange wissen wollten, alles steckt in diesem Buch. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie das Video liken, da freue ich mich echt jedes Mal, schaue einfach, ach Mensch, das ist ja doch interessant und es ist wirklich so eine Freude, die man mir dann einfach macht damit. Auch gerne Abo dalassen, ist ebenfalls eine sehr große Freude. Und wir sehen uns im nächsten Video.